Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute wieder mit einem speziellen Gast. Heute werde ich ein kleines Interview durchführen, um euch da draußen mal zu zeigen, hey, wie sind meine Kunden und Partner zufrieden mit Hardcore Singles, mit dieser Dienstleistung? Und ich habe mir heute Unterstützung geholt von einer meiner Geschäftspartnerinnen. Ja, das ist die Karin. Und ja, die Karin hat schon einige Resultate hier auch in diesem Unternehmen erzielen können. Und deswegen bitte ich dich einfach mal ganz kurz, Karin, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Also wie Marcel schon gesagt hat, hallo zusammen. Mein Name ist Karin Jäcki. Ich habe noch eine Familie. Also ich habe zwei Kids, die sind 15 und 17 Jahre alt. Und sie sind jetzt nicht mehr so oft zu Hause. Und deshalb habe ich jetzt Zeit. Und da habe ich gedacht, ich baue mir ein Business auf. Okay. Zuerst habe ich noch etwas anderes gemacht. Ich verkaufte vorher viele Jahre lang Tupperware. Deshalb hatte ich auch schon Network. Es ist kein richtiges Network. Es ist etwas anderes. Aber jetzt habe ich etwas für mich gefunden, das jetzt zur Situation passt und für mich stimmt. Okay, richtig cool auf jeden Fall. Hast mir eh schon eine Frage vorweggenommen, ja, was du eigentlich vor Hardcore Singles gemacht hast. Also du hast Tupperware verkauft. Hast du davor auch schon was anderes gearbeitet mal? Was hast du da gemacht? Zuvor habe ich in einer Apotheke gearbeitet, also viele Jahre lang. Ich war mir also schon Kundenkontakt gewohnt. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen. Ich habe da Menschen auch beraten. Und das hat mir immer große Freude gemacht. Und deshalb habe ich mir dann auch wieder so etwas gesucht, das mit Menschen zu tun hat. Okay, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Nächste Frage ist, wie bist du auf den Kryptomarkt aufmerksam geworden? Das heißt, ja, da muss es ja irgendjemand gegeben haben, wahrscheinlich der davon erzählt hat. Vielleicht kannst du uns das ganz kurz mitteilen, wie du da auf den Kryptomarkt gestoßen bist. Also eine Schwägerin von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht. Also im Januar 2017 hat sie mich gefragt, Karin, hast du auch schon was von Bitcoin gehört? Ich hatte da aus der Ferne vielleicht schon mal was gehört, aber ich konnte damit gerade im Moment nicht so wahnsinnig viel anfangen. Sie hat dann gesagt, ja, der Bitcoin ist jetzt etwa 800 oder 1000 Dollar, ich weiß nicht mehr genau. Und es hat mich da auch mäßig interessiert, muss ich sagen. Und dann war aber schon mein Auge geschärft und zwei Monate später war er 500 Franken teurer. Und da wusste ich, meine Schwägerin hat recht. Und ich durfte diesen Zug auf keinen Fall verpassen. Ich habe sie sofort angerufen und gesagt, ich will mitmachen. Da muss ich mit. Okay, also richtig cool. Da hast du halt dann auch die Entscheidung getroffen, okay, dieser Markt könnte vielleicht Potenzial haben und du wolltest dich dann auch beteiligen. Auf jeden Fall, ja. Genau. Da ist jetzt meine Frage an dich, weil du bist ja auch bei Hardcore Singles jetzt seit einiger Zeit. Und da ist die Frage an dich, seit wann bist du bei Hardcore Singles und wie bist du auf Hardcore Singles gekommen? Also ich bin seit Juli 2018 bei Hardcore Signals. Zuvor hatte ich ja Geld in Mining-Anlagen investiert. Das war auch zuerst sehr gut gelaufen. Aber irgendwann, ja, wie wir alle wissen, lief es dann eben nicht mehr so gut. Und dann schaute ich mich mal auf Instagram um und dachte, da hat es ja noch mehr Leute, die im Mining waren, die im Kryptomarkt waren und so. Ich hatte auch schon von Hardcore Signals gehört und dass das ein Top-Team ist, wo man gut ausgebildet wird und so. Und da habe ich mich mal umgeschaut und mal verschiedene Leute davon abonniert, einfach um sie zu beobachten, um etwas von ihnen zu lernen und zu schauen, was sie so machen. Und da habe ich dann zum Glück Marcel gefunden. Richtig cool. Also bist über mich hier auf Hardcore Singles gekommen, beziehungsweise hast eh auch schon davor dann von Hardcore Singles gehört. Bist dann über mich auch gestartet. Hat es da für dich einen ganz speziellen Punkt gegeben, wo du halt dann gesagt hast, hey, genau aus dem Grund möchte ich eigentlich bei Hardcore Singles starten. Also ich meine damit, was hat dir so am besten gefallen schon von Anfang an? Was war so dieser ausschlaggebende Grund, warum du gesagt hast, deshalb Hardcore Singles? Weil ich wusste und ich sah das auch beim Beobachten all der Stories und der Posts, dass das einfach ein tolles, super Team ist, wo alle zusammenhalten.
Und ich war sicher, hier wird mir auch geholfen, weil ich bin ja auch nicht mehr, ich bin keine 20 Jahre alt mehr. Und ich hatte so von, ich bin da eher ein Digital Immigrant sozusagen. Ich hatte da von Computern schon nicht so viel Ahnung. Und ich wusste, ich brauche jemanden, der Geduld hat, um es mir beizubringen. Ich wollte es ja unbedingt lernen, aber ich wusste, die Voraussetzungen waren schon bescheiden. Und der Marcel hat da wirklich sehr große Geduld gehabt und mir das alles beigebracht. Und inzwischen bin ich schon recht stolz auf mich, denn ich kann schon ordentlich viel. Ja, sehr gut. Also deine Entwicklung, ja, ist wirklich sehr, sehr gut. Viele da draußen sind ja sehr, sehr skeptisch sowas gegenüber. Und jetzt ist halt meine Frage an dich. Wie hast du dich da am Anfang gefühlt, als du diesem Unternehmen beigetreten bist, beziehungsweise davor schon, da schaut man natürlich mal genau hin, ja, was macht Hardcore Singles und so weiter und so fort. Wie war da so dein Gefühl? Warst du skeptisch oder hast du gedacht, das könnte ein Scam sein? Gib mir da mal so deine Eindrücke, wie du dich gefühlt hast. Also ich habe da ja eben lange die Stories angeschaut und wusste da, was auf mich zukam. Ich wusste, man zahlt einfach ein Abo und das Geld bleibt bei mir. Weil bei den Mining-Anlagen war das ja nicht so, da musste man das Geld wegsenden, auf gut Glück. Und ja, das Glück war am Anfang mir hold und dann halt nicht mehr so. Und da war es mir schon lieber, wenn das Geld bei mir auf den Accounts bleibt, dass ich darüber verfügen kann und nicht eine Firma. Und deshalb war ich eben auch sicher, dass es kein Scam ist, weil das Geld, das bleibt ja bei mir. Ja, okay. Und bei einem Scam ist es nachher weg. Also es ist nicht weg, es hat es einfach ein anderer. Und hier habe ja ich es noch. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja, was es natürlich um einiges leichter macht hier auch, weil einfach dein Geld in deiner eigenen Hand ist. War auch zum Beispiel für mich ein ausschlaggebender Punkt, warum ich gesagt habe, hey, okay, ich kann mir das hier richtig gut vorstellen, mir mit Hardcore Singles zu arbeiten und hier auch aufzubauen. Genau. Ja, du bist ja dann Mitte Juli, bist du hier auch dann gestartet bei Hardcore Singles. Was waren da so deine ersten Eindrücke, als du gestartet bist? Wurden deine Erwartungen erfüllt? Oder, ja, also beschreib mal so deine Anfangszeit ein bisschen. Ja, mir wurde von Marcel tatsächlich so geholfen, wie ich das mir erhofft hatte. Also er war immer erreichbar, ich konnte immer schreiben, wenn ich eine Frage hatte. Ich bekam fast sofort immer eine Antwort. Wir haben so oft gecallt und er hat mir wirklich geduldig immer wieder gezeigt. Und manchmal habe ich mich geschämt, dass ich schon wieder eine Frage hatte. Aber ich hat immer gesagt, ich muss mich nicht schämen und er erklärt es mir wirklich, bis ich es kann. Und ich wusste ja, dass Hardcore ein gutes Team ist und das hat es mir nur bestätigt. Okay, und trading-technisch, das heißt von den Signalen her, das ist natürlich auch wichtig, dass nicht nur du dich weiterentwickelst persönlich, sondern dass natürlich auch ja, ein bisschen was dabei rausschaut. Ja, du sollst natürlich auch ein bisschen was verdienen. Was ist so der Punkt, was du zum Trading bzw. zum Produkt sagen kannst? Also inzwischen mache ich fast nur noch Gewinne. Also am Start bitte, erstmal am Start. Am Start, da fing es sehr gut an. Also ich machte da ein paar lockere Gewinne, ohne dass ich da viel davon verstehen musste. Ich hatte eine Riesenfreude, wurde dann etwas übermütig, führte das den Kolleginnen vor, achtete auch nicht mehr, ist es ein altes oder ein neues Signal. Ich wurde da etwas übermütig und etwas unsorgfältig und dann lernte ich mal den Kryptomarkt kennen. Weil einige Signale, die waren dann eben schon auf dem Weg in den Keller, wo sie dann eben auch lange blieben. Und da ich relativ wenig Kapital hatte ich dann eine Weile kein Geld mehr zum Traden. Aber das war natürlich ja eine Erfahrung. Und inzwischen habe ich viel gelernt. Das passiert mir natürlich nicht mehr. Und ich kann jetzt auch meiner Downline das einschärfen. Mach das nicht. Ich habe das gemacht, weil ich kann Ihnen meine eigenen Fehler ersparen. Ja, das ist... Nicht nur ich habe davon gelernt, sondern ich kann das auch so weitergeben. Genau, das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da können wir eh auch gleich anknüpfen eigentlich. Wie ist dann so deine Laufbahn weitergegangen? Beziehungsweise wie hat sich dann das Trading weiterentwickelt bei dir?
So, mir wurde dann eine Strategie an die Hand gegeben, die sehr einfach ist. Also man muss eigentlich mit jedem Coin mitnehmen und man muss das Kapital so einteilen, dass man einfach etwa 20 Trades setzen kann. Und dann geht man, dann rechnet man aus, mit wie viel geht man dann rein pro Trade. Und dann kann man eben eigentlich jedes Signal mitnehmen. Mehr oder weniger. Und dann, ja, dann geht eben immer etwas auf. Und das, die Strategie ist eben so, dass wenn das erste Ziel erreicht ist, dann hebt man die Stop-Loss über den Einkauf. Und so macht man, hat man dann eigentlich immer alles grün im Backoffice. Es gibt praktisch keine, natürlich an einem Tag, wo der Markt nach unten geht, da gibt es halt auch einmal ein paar. Aber es sind also wenige, die dann am Ende rot enden. Das meistens ist schön alles grün, man kann da am Abend hineinschauen und alles strahlt einem grün an. Wunderbar. Nein, inzwischen bin ich sehr glücklich mit dem Tool. Okay, das ist natürlich sehr, sehr wichtig auch, ja, dass das Produkt funktioniert, dass die Dienstleistung funktioniert. Wie auch schon gesagt, es kommt ja nicht nur auf den persönlichen Wachstum an, sondern natürlich auch Geldes. Deswegen haben wir auch hier dieses Produkt. Und du machst auch gewisses Marketing auf Instagram, auf Facebook für dieses Produkt auch. Und auch ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt immer Leute, die das Ganze nicht so gut finden. Also da entstehen halt ein paar Hater, die das Ganze halt nicht so gut finden. Hattest du da schon mal Erfahrungen mit Hatern? Wenn ja, wie gehst du damit um? Also mich selbst hat noch nie jemand gehatet. Jemand hat mir mal eine Predigt über Geld gehalten, aber sonst noch nie. Und also ich habe schon so Hater-Videos gesehen und ich war schon erschrocken, weil ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Ja. Ich habe da erstaunt den Kopf geschüttelt. Ich konnte das irgendwie nicht begreifen. Aber ja, es offenbar gab es Leute, die einfach irgendwie zu wenig eingeschult wurden oder nicht zugehört haben. Und dann, ja, dann kann es halt mal so zu Unfällen kommen. Okay, alles klar. Ja, also jetzt noch eine kurze Meinung. Jetzt bist du knapp 8 bis 9 Monate, bist du jetzt bei Hardcore Singles. Kurze Meinung dazu noch, ja, was sagst du heute zu Hardcore Singles, zum Trading und zum Vertrieb? Kannst du auch kurz ein paar Worte verlieren natürlich. Ja, deine allgemeine Meinung jetzt mal dazu. Also Traden ist ja außerhalb von so einem geführten Bot schon zu schwierig. Also das würde ich mir nicht zutrauen. Weil da muss man ja wirklich eigentlich Tag und Nacht die Charts beobachten. Und wenn man davon nichts versteht, ja, und der Markt ist so volatil, das würde ich niemals machen. Das würde ich mich nicht trauen. Aber mit dem Bot ist das so, das kann jeder. Man muss nur zuhören, die einfache Strategie umsetzen und dann ist es recht sicher. Okay, also das heißt, durch diese Dienstleistung kannst du dir natürlich auch, ja, sehr, sehr viel einfacher das Ganze handhaben. Ja, ja, und so verdient man praktisch nur noch. Mal mehr, mal weniger, aber ich schreibe jetzt täglich die Zahl auf und ich sehe es also wachsen. Okay, richtig gut. Genau, also ist ja alles schön und gut, aber lass uns einfach mal einen ganz kurzen Blick in dein Backoffice werfen, damit die Leute auch sehen, hey, wir reden hier kein Blödsinn, ja, zeig einfach mal deine Resultate und red am besten auch ein bisschen was dazu, erklär das Ganze, wann du einen Trade gesetzt hast, zum Beispiel, wann du den verkauft hast, was es vielleicht ein bisschen mit der Stop-Loss auf sich hat, zeig deine Profite, die du gemacht hast, deine offenen Orders, damit die Leute einfach ein bisschen Einblick sehen, wie das Trading bei dir funktioniert. Ja, mache ich doch gern. Gut, dann gehen wir da mal hinein.
Also hier sehen wir einmal die Frontseite. Da sieht man meinen Rang. Ich habe es inzwischen auf Executive geschafft. Das ist das Geld, das ich schon verdient habe. Und bei den Top 100 bin ich auf Rang 23. Dann kommen wir hier gleich einmal zu den Orders, zu den Trades. Hier kommen zuerst die Open Orders. Das habe ich heute gekauft. Der ETC ist jetzt 1,6% im Profit. Da ist aber noch alle drei Trades drin, da ist noch keiner raus. Und der Markt geht jetzt eher ein wenig nach unten. Das heißt, viele Trades sind halt offen und sind teilweise auch etwas im Minus. Aber wie wir wissen, kann sich das im Kryptomarkt täglich ändern. Das kann schon morgen fast alles raus sein. Und ich habe hier nur noch zwei Seiten mit Open Orders. Das ist die letzte Zeit schon oft vorgekommen. Der hier ist schon bei 4,4%. Und da ist schon einer raus. Und da sieht man jetzt, nein, da war ich noch nicht dazu gekommen, da könnte ich jetzt die Stop-Loss anheben. Und wenn ich das dann tue, dann kann man das auch vielleicht auf 780 hier setzen. Und dann hat man, wenn die Stop-Loss zieht, einen kleinen Gewinn und nicht einen Verlust. Okay. Und dann können wir uns dann, wie? Ganz kurz, ich habe jetzt gerade gesehen, du hast jetzt bei jedem Signal ein Stop-Loss gesetzt. Vielleicht erklärst du ganz kurz, warum? Also das Stop-Loss ist ja eine Verlustbegrenzung, dass wenn der Coin hinabsegeln würde, weil ich nehme ja immer alle drei Ziele mit. Und manchmal erreicht der Coin halt nur Ziel 1 oder Ziel 2 oder nur Ziel 1 und dann geht er wieder hinunter. Und dann, damit er eben dann nicht total in den Keller geht und dann minus 30% oder noch mehr macht, gibt es eben hier eine Stop-Loss. Das heißt, dann wird er jetzt hier bei 724 Satoshi verkauft. Und dann ist der Verlust eben nicht so groß. Und das Gute ist eben, wenn man eine Stop-Loss hat, dann hat man hier richtig alles im Griff. Sonst kann ich das gleich einmal zeigen. Dann gehe ich nämlich hierher. Und dann kann man das hier anheben. So. Und jetzt habe ich ihn ja bei 770 gekauft. Und jetzt ist ja jetzt auf 804. Und wenn er jetzt runter segelt, wird er ihn bei 780 verkaufen. Also ich habe noch einen kleinen Gewinn. Also ein Verlust ist jetzt hier bei diesem Coin schon gar nicht mehr möglich. Okay. Richtig cool, auf jeden Fall. Und ja, geh einfach weiter am besten. Da können wir mal, sollen wir die Order History mal noch anschauen? Ja. Also, ihr seht, diesen Monat wurde ich eben ungeduldig. Ich hatte noch von den Anfangszeiten, als ich da übermütig ein paar Fehler machte, die ziemlich ins Minus gesegelt waren und ich hatte da eben auch die Stop-Loss nicht gesetzt, weil ich nicht viel überlegt hatte, weil die Stop-Loss wird immer angezeigt, ob man sie möchte oder nicht. Und ich habe da das Kolleginnen gezeigt und einfach da beim Schwatzen ein bisschen was gemacht. Und diese Trades, die habe ich jetzt eben rausgehauen diesen Monat. Anfangsmonat mochte ich die einfach nicht mehr sehen. Inzwischen wäre zwar einer davon aufgegangen, also man sollte jeweils nicht die Nerven verlieren, aber weil jetzt sonst eben alles so schön grün ist, konnte ich diese roten Dinger einfach nicht mehr ertragen. Ich habe einfach gedacht, so und jetzt fort damit, weil sonst immer schön, ich habe alles immer schön, das war ja auch eine Stop-Loss hier, aber weil ich sie nach oben korrigiert hatte, gab es keinen Verlust. Und das mache ich jetzt wirklich schön einmal am Tag. Das sind die offenen Orders. Da ist noch nichts verkauft. Hier haben wir einen Gewinn gemacht, 3,9%. Und hier hat eine Stop-Loss gezogen. Der Ripple, der ist raus, aber der Verlust ist klein. Der ist relativ schnell wieder aufgeholt. Und hier haben wir noch ein paar, die noch offen sind. Hier haben wir dreimal 14,4%. Das war ganz toll, das war von gestern. Ja, und gleich nochmal.
Und dann sind noch ein paar offene. Sonst kann ich dann auch meine Sünden noch zeigen, die ich da verkauft habe. Sonst ist eben schön alles grün. Teilweise die Gewinne schon kleiner, aber es hat auch größere dabei. Bei 9, 8,9, das sind jetzt eher wieder kleinere Gewinne, teilweise ein korrigierter Stop-Loss. Und hier wieder ein roter, aber hier wieder schön 11,1%. Die zweistelligen 19,1, die mag ich am liebsten, die zweistelligen Gewinne. Und manchmal gibt es Tage, da gibt es einfach mehrere von denen. Das ist jeweils richtig, was zu feiern. Hier wieder 15%. Es ist toll, so etwas anzuschauen. Es macht richtig Freude. Und hier immer plus, plus, alles grün. Ich genieße das. Das finde ich so wirklich großartig. Sehr gut. Vielleicht kannst du uns noch ganz kurz deine Sünden, was du da gemacht hast. Ja, genau, die sind Seite 20 und 21. Ich muss da mal nach hinten. So, Seite 20 eine. Ja, da ist auch die Stop-Loss zu tief. Die hätte ich anheben sollen. Das sind dann eben teilweise noch Fehler von früher, 11.2. Da war ich noch nicht, nein, 7.3. Ja, da war ich noch nicht so, man wird immer besser. Das würde ich heute gar nicht mehr machen. Oder das ist so einer. Der ist minus 57. Eben der wäre inzwischen viel weniger schlimm. Oder da wäre sogar aufgegangen. Aber da ist mir einfach der Geduldsfaden gerissen. Und hier, ja, da habe ich noch einmal zwei solche. Ich wusste, dass das Fehler waren von mir. Und das war mir irgendwie peinlich. Und darum habe ich die einfach dann mal rausgeworfen. Und deshalb schaut mein Gesamtgewinn im Moment nicht so gut aus. Weil wenn man das eben realisiert, dann wird das da eben abgezogen. Vorher war die Zahl schöner und Dann habe ich die da rausgekickt und dann, jetzt ist die Zahl eben, aber sie ist schon fast wieder bei Null. Es war mal schlimmer. Also man sieht ja auch bei diesen Trades, ja, die was ins Minus gegangen sind, da hattest du halt auch kein Stop-Loss gesetzt. Ja, ja, und genau. Und war ich auch dementsprechend ein bisschen blöd. Und genau, ja, perfekt. Karin, danke schön für deine Einblicke. Du kannst das Teilen wieder beenden. Mhm. Damit will ich wieder sehen. Perfekt. Und ja, das war es auch schon eigentlich. Wir wollten hier einfach mal ganz kurz so ein kleines Kundentestimonial machen. Heute eben mit der Karin. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Karin, dass du auch Einblicke gegeben hast in dein Business und in dein Backoffice. Und ich denke, man hat hier auch wirklich gesehen, dass es funktioniert, dass man hier Profits machen kann. Natürlich, das ist auch Trades gibt, die mal Minus machen, was aber auch völlig normal ist. Jeder, der schon mal getradet hat, weiß es natürlich auch. Und ja, wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, dann schreibt sie doch einfach gerne hier unten in die Kommentare rein oder kontaktiert die Karin oder mich einfach direkt auf Facebook oder Instagram. Ich werde hier unsere Accounts unten verlinken, damit ihr uns da einfach Fragen stellen könnt. Ansonsten einfach in die Kommentare hier unten rein. Wir werden schauen, das so schnell wie möglich alles zu beantworten. In diesem Sinne, Karin, hast du noch ein, zwei Abschlussworte? Also ich würde das jederzeit empfehlen. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich habe jeden Tag Freude daran. Also ich würde das bedenkenlos jedem empfehlen. Perfekt. Gut zuhören, was einem der Sponsor sagt und umsetzen und dann ist das eine tolle, sichere Sache. Alles klar. Dankeschön für deine Einschätzung nochmal. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr dieses Video angeschaut habt und wir sehen uns dann auch beim nächsten Video.